Wojcicki gewann dann das Turnier im Finale gegen den Kanadier Michael McDonald. Erst in der Extrarunde entschieden sich die Punktrichter für den Niederländer, der in diesem Jahr dann seinen ersten von bisher 3 Titeln gewann. Und jetzt sind wir wieder im Jahr 2003 und zwar bei der Europa-Ausscheidung im gut besuchten Palais Omnisport von Paris-Bercy. Hadid Arab aus Deutschland traf im Halbfinale auf den Lokalmatadoren Cyril Abidi, der in Runde 1 gegen den Belgier Aziz Kartou gewonnen hatte. Halit die Faust hatte den Ex-Boxer Pellerid im Viertelfinale klar nach Punkten geschlagen und ging jetzt hier ordentlich zur Sache. In der ersten Runde für beide ging es um den Einzug ins Finale. Halit Arab genannt die Faust, ein Kämpfer, der immer die Offensive sucht, der bedingungslos nach vorne marschiert. Und das ist das, was sie in Japan, dem Mutterland des K1, so an ihm lieben. Schöne Schlagserie des Deutschen. Linker Haken, dann rechter Aufwärtshaken und Cyril Abidi hier in dieser ersten Runde unter Druck. Aber auch ein guter High-Kick von Abidi. Technisch ein guter Mann. Manchmal fehlt es ihm ein bisschen an der Athletik. Halit Arabs Nachteil ist es, dass er für einen Schwergewichtler relativ wenig wiegt und eben nicht ganz so groß ist wie einige andere in dieser Kategorie, aber er hat ein unglaubliches Kämpferherz, unglaublich viel Biss und drücken wir ihm aus deutscher Sicht die Daumen, dass er jetzt am Wochenende bei den WM-Kämpfen um den Titel bis 100 Kilogramm, dass er sich da durchsetzen kann. Hat es da mit Melvin Manhoff zu tun? Und dann auch noch mit Ruslan Karajew und Gokhan Saki. Ein Viererturnier. Zweimal muss Halit Arab da gewinnen. Dann hat er den Titel in der Tasche. Aber hier sind wir im Jahr 2003. Halit Arab da noch am Anfang seiner K1-Karriere. Und er macht hier eine gute erste Runde. Cyril Abidi hat seine liebe Mühe mit dem quirligen, explosiven Deutschen. Und immer wieder schafft es Halit Arab, Cyril Abidi an den Ringseilen zu stellen. Aber hier kassiert er auch kurz vor Schluss noch eine schwere Rechte von Abidi und dieser letzte Treffer von Halit Arab, der kam nach dem Gong. Und da sehen wir die Ecke des Deutschen aus dem Golden Glory Gym. Und da haben wir auch gerade ganz kurz Stefan Leko gesehen. Beide sind ja befreundet, der hier seinem Freund assistiert in der Ecke. Und das war die Rechte von Halit Arab, die leider zu spät traf. Da kam der Gong schon etwas früher, aber Halit Arab noch in der Schlagaktion und er hat den Gong zu spät wahrgenommen. Also hier die erste Runde mit Vorteil für Halit Arab, der in das Finale einziehen wollte für den Sieger. Dieses Halbfinales winkt das Finale. Aber Abidi ist natürlich ein Kämpfer, der über die technischen Qualitäten verfügt, um einen Gegner auszunocken. Und hier muss Halit Arab nach diesem starken, guten Highkick zum ersten Mal zu Boden. Überraschend, dieser
Schnelle Kick von Cyril Abidi. Aber das steckt Khalid Arab hier zunächst weg. Geht selber wieder nach vorne und setzt Cyril Abidi mit Schlagserien und mit einigen Treffern mächtig unter Druck. Gerade in der Situation, wenn es aussieht, als naht das Ende, dann wird Khalid Arab nochmal stark. Dann setzt er Kräfte frei und muss hier allerdings einen zweiten ganz harten Kick an den Kopf hinnehmen und ist benommen, ist in der Ecke, versucht jetzt aber wieder zurückzuschlagen. Wo nimmt der Mann nur die Kräfte her? Ein toller Fight auf Biegen und Brechen. Beide mit wenig Deckung, dafür mit umso mehr Angriffsgeist. Und das war das Ende für Khalid Arab im Halbfinale 2003 der Europaausscheidung von Paris.